Sonderlar. Also, wie gesagt, ganz kurz mal die Basics erklärt. Unsere Redaktion normalerweise irgendwo nur eine Off-Air-Veranstaltung und kommt dann wieder zu uns Sendung machen. Also wirklich. Wahnsinn. Der macht fünf Tage die Woche, ja. Und am Wochenende fährt er natürlich auch noch. Wenn man ihn zum Beispiel fragt am Montag, Sebastian, was hast du gemacht am Wochenende? Ja, nix. Dann war er. Die Heublumen machen die Heumilch zur besten Milch weit und breit. Ja, gleich 4:05 Live-Radio am Feiertag. Jetzt haben wir sie erreicht, die Tageshöchstwerte von 25 Grad, die messen wir gerade in Innsbruck und Lienz. Dazu gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, bis zum Abend soll es auch weitgehend trocken bleiben. Weiter geht's mit der Live-Radio-Wochenendvorschau. Wechselhaft geht's durch die kommenden Tage. Es bleibt zwar recht sonnig, es mischen aber vermehrt Wolken und Schauer mit. Teilweise fallen die sehr kräftig und gewitterig aus, am Samstag kann es sogar hageln. Weiterhin ist es auch sehr warm, die Temperaturen legen sogar noch ein Stück zu, bis zu 29 Grad sind möglich. F-Radio Tirolwelle. Drei Minuten vor vier, weiter der Blick auf Tirol Straßen. Sicher unterwegs sind Sie mit dem Live-Radio-Verkehrszentrum und Sandra Stix. Wir schauen gleich wieder zum Motorradunfall ins Unterland. Da hat es ja auf der Kössener Bundesstraße direkt in Kössen gekracht, und zwar Richtung Deutschland, kurz vor der Grenze. Da ist jetzt eine Fahrspur gesperrt. Sie werden wechselseitig angehalten und brauchen dadurch ein paar Minuten länger. Weiter nach Südtirol. Da geht es jetzt wieder ein bisschen schneller voran. Sie verlieren zwischen dem Brenner und der Mautstelle Starzing noch gut 10 Minuten. Für Ihre Meldung, egal ob Stauunfall oder Blitzer, die Nummer direkt ins Live-Radio-Verkehrszentrum 0512 20 80 85. Wir wünschen eine gute und sichere Fahrt. Tirols Musiksender. Gibst halt dem Fräulein auch einen Schluck, he? Ja. Mir ist wie gesagt nur ein bisschen peinlich, dass ich mich so schlecht auskenne da bei den ganzen Technik-Sachen. Also perfekt. Aber überhaupt nicht, das war wirklich ganz toll. Ja. Die Infos waren hervorragend für mich. Bitte keine Insider-Informationen. Und wie wir heute sind, es fehlen jetzt noch drei, wir sind da noch mal drei mehr. Haben wir überhaupt noch nie die FM-Kompakt-Tage gemacht. Und also Respekt und schön, dass ihr alle da seid. Großer Respekt an den Thomas und den Matthias für die Organisation. Da ist immer sehr leicht, wenn die zwei in dem Falle mir das abgenommen haben. Ein ganz tolles Programm zusammengestellt, also richtig phänomenal, was ihr da zwei auf die Beine gestellt habt. Und dafür erst einmal ein Dankeschön. Ihr kennt ja schon den traditionellen Heilbronner Kätchensekt. Das soll euch natürlich auch nicht vorenthalten sein. Dankeschön. Mal ein kleines Dankeschön. Dankeschön. Das wollten wir immer schon mal. Ja, genau, deswegen machen wir es jemand. Also Anreiz für andere. Es gibt im Sparmarkt zu kaufen. Ich überlege eine Einlistung. Ja. Probieren und dann. Probieren mal, genau, da ist ein Programm drin. Super. Also wie gesagt, vielen Dank für die tolle Vorarbeit. Du weißt, welche Mühe das heißt, die zwei den Urlaubstage geopfert, um das alles so passend hinzubekommen. Und das ist ein schwieriges Puzzleteile, wo man da zusammensetzt, bis das alles so klappt. Und wie gesagt, wir sind gespannt auf die nächsten Tage. Ihr zwei dürft gleich ein bisschen was sagen, was uns erwartet. Wie speziell morgen vielleicht gleich zu dem ersten großen Aufstieg. Ein kleines Dankeschön übergebe ich in jedem Haus, an jeden Gastgeber im Endeffekt. Jeder kriegt von mir so ein Kätchensekt. Und der Kätchensekt wird damit vergolten, indem ihr euch da ein bisschen beteiligt, aber auch damit vergolten, dass die zwei Männer das, was dann übrig bleibt, nach dem Kätchensekt als Dankeschön bekommen für ihre Bemühungen. Gute Idee. Das heißt, ihr, solange ihr noch Geld habt, solange ihr noch nüchtern seid, meistens zwei, wir sind euch alle dankbar. Okay. Vielen Dank. Dankeschön. Und für einen Bäcker im 13. Bezirk. Ja, in Leoben, 13. Bezirk, Wien. So. Dann kommt ein Wetterbericht für Vorarlberg und ein Verkehrsbericht für Eiermarkt. Das kannst du drin lassen. Da haben wir mit dem Peter Petzner getroffen. Ne? Und der hat gesagt, das ist so einfach auch. Die müssen sich da schon ein bisschen anstrengen, weil beim Radiotest da ist nicht viel Abfackeln in den Topf. Da. Ja.
Das verpackt dann noch überhaupt nicht, wenn man da drauf tut. Aber ich glaube, da war vielleicht nicht zu zählen. Dummy Loads oder was denn? Ich habe einen Ersatz für die 2, das ist so ein 230 MHz Receiver und hat da einen SCA-Decoder drinnen. Über die SCA-Erkennung schaltet der dann den E2 an. Also kriegt man beispielsweise auch ein Ari, so Erkennung drauf. Das sollte der SCA-Encoder erkennen und hinten über den Ausgang schaltet der dann direkt die Strecken um. Aber der schaltet da unten das ganze Studio eigentlich durch. Da ist dann kein Limiter, da ist kein Mischpult-Ausgang. Also das ist genau. Das ist also der absolute Notschalter, wenn ich es unten erstelle und habe es nicht sofort lokalisieren können, dann kann ich es mal komplett Bypass schalten. Ja. Also alles, was wir uns zutrauen oder wenn wir sagen, wir haben die Ressourcen, weil, ja, so wie Partner, sind wir bei einer...
Kompakt. Ja, super. Ja, das wir seid ja zu zweit. Die nächste Flasche kann ich noch in den Kofferraum. Und ich lasse mal dann unten in der Flasche ziehen. Ja, oder morgen. Genau.